Miep! Hey, Shadow, alte Socke! Hängst dir auch rum? Was für ein Zufall! hör zu, das war voll der Notfall und ich, Silver, lass mich runter! Okay. Ich kill dich, bis du tot bist! Komm wieder her! Ist er weg? Ist er weg? Puh, er ist weg. Silver! Oh, meine Nerven. Boss, machen Sie das nie wieder. Klar. Oh. Hey, du brauchst hier gar nicht so spitz zu werden, Junge. Du wolltest unbedingt die Rache an Shadow. Und die hast du bekommen. Ja, da habe ich noch an ein Leben nach dem Rachefeldzug geglaubt. Und jetzt hat sich's wohl ausgesilbert. Wahrscheinlich bin ich morgen schon Igelmatsche. Sie haben ihn doch gehört. Der killt mich, bis ich tot bin. Wie hat er das wohl gemeint? Tja, da gibt's nur einen Ausweg, mein leicht aufbrausender Freund. Und der wäre? Du musst Shadow nur wieder ein wenig aufmuntern, indem du ihn so richtig schön zum Lachen bringst. Am besten du fragst mal Sonic, der hilft dir bestimmt. Nicht im Ernst, oder? Hey, Sonic! Was? Hast du Shadow schon mal lachen gesehen? Was zum Quadrat? Ach, reine Neugier. In all der Zeit, die ich mit euch bisher rumhänge, habe ich ihn noch nie lachen gesehen. Warum nur? Alter, was willst du denn? Sieh ihn dir doch mal an! Er ist ein Emo! Emos lachen nicht! Okay... Aber mal ernsthaft, hast du ihn wirklich noch nie lachen gesehen? Tja, um ehrlich zu sein, nein, habe ich nicht. Oh, verstehe. Hey. Bring ihn zum Lachen. Was? Bring ihn zum Lachen. Das war deine Idee. Wieso? Immer ich. Und Moment mal, wie kommst du eigentlich auf den Trichter, mir was vorschreiben zu können? Krasse, 2 Minuten später. Hey, Shadow. Was zur Hölle willst du denn? klopp, klopp. Denk nur daran, Witze über mich zu reißen. Und ich mache aus dir Igelkacke. Klar soweit? Parley? Yo, 3 Minuten später, ihr räudigen Seegucken! Gott, bei dir rennen sogar die Hyänen heulend weg. Hehe, dann mach's doch besser. Ha, sieh zu und lerne. Verdammt! Wieso stirbt er nicht? Hey Shadow, hey Shadow, hey Shadow, hey Shadow, hey Shadow. Hey, Shadow. Und was willst du jetzt? Och, nix. Ich hab dich hier nur gerade so grübeln sehen und dachte mir, wie frustrierend es doch für dich sein muss, nicht so zu sein wie ich. Was im Namen von Eggmans Feinripp-Unterhosen willst du von mir? Weißt du, was mich immer zum Lachen bringt? Zwei Stunden später. Oh, schon zurück? Das war das Abscheulichste, das ich jemals gesehen habe. In meinem ganzen verfickten Leben. Ach, du verstehst aber auch gar keinen Spaß. Was hast du ihm denn gezeigt? Jetzt reiß dich aber zusammen, Shadow. Das ist ja sogar mir peinlich. Hast du nicht gesagt, du bringst ihn zum Lachen? Doch nur Maria jetzt hier. Los, Shadow! Lassen wir es krachen! Maria? Wer? Eine halbe Stunde später. Jetzt mal ehrlich, wie viele Zeitangaben muss ich hier noch machen, ihr Verdammten? Hey, Shadow! Sieh mal, ich hab hier eine Überraschung für dich!
Guck mal, wen ich dir mitgebracht habe. Ihr zwei Entenärsche geht mir langsam so richtig auf die Eier. Was gibt es denn jetzt schon wieder? Was zeichne ich da eigentlich? Jetzt mal im Ernst. Wieso ich? Schnauze, mach's einfach wie besprochen. Oh, Shadow! Endlich habe ich dich gefunden. Oh, an diesem tragischen Tag dachte ich schon, ich würde dich nie mehr wiedersehen. Ich bin so überglücklich, dass... Silver, warum zur Hölle bist du wie Maria angezogen? Ach dann, Freunde. Die folgende Szene ist zu gewalttätig, um sie euch hier zu zeigen. Stattdessen unterhält meine knuffige kleine Wenigkeit euch, bis die beiden fertig sind. Entschuldigen Sie, Mister, aber auf meinem Cheeseburger fehlt noch Ketchup. Ist vor kurzem ausgegangen. Aber wir haben noch Senf. Here we go again. What the fuck? Okay, ich glaube, wir wechseln lieber wieder zurück. Ein Versuch war's doch wert. Ich hab's satt. Ich hab's satt. Ich hab's satt. Hm? Ich hab's satt, dauernd verarscht zu werden, nur weil ich hier der Neue bin. Erst werde ich wie der letzte Vollhonk dargestellt, der alles schluckt, was man ihm erzählt. Uh-oh. Dann werde ich aus allen weiteren Stories gestrichen, als Support-Character missbraucht, oder ich versauere im Multiplayer-Modus. Oder hey, manchmal tauche ich doch gar nicht mehr auf. Hey, Bro, ganz ruhig, okay? Wenn man mich googelt, findet man nur stumpfsinnige Fan-Characters. Außerdem stellen mich die Fans entweder als nervig hin, verändern meine Persönlichkeit, oder die machen mich schwul. Ah, das mit Maria war eine scheiß Idee. Würde ein gehirnamputierter Naivling das hier machen? Eines Tages, ihr werdet schon sehen, werde ich mein eigenes Spiel haben. Hä? Was zur Hölle war denn das jetzt? Hallo, Arschlöcher. Wenn ihr dies hier lest, bedeutet das, dass mein erster Versuch, euch alle zu vernichten, vereitelt wurde. Oder kurz, ich hab's vergeigt. Um sicher zu gehen, dass nichts weiter schief läuft, habe ich eine Spezialwaffe in Shadow installiert. Aber sie wird wohl nie zum Einsatz kommen, wenn ich bedenke, was für eine Spaßbremse dieser Emo noch ist. Wie auch immer, sollte diese Spezialwaffe doch aktiviert werden und euch nicht alle wegpusten, lege ich diesem Schreiben ein Foto meiner Hand bei. Leckt mich doch alle! Sonic? Hast du mir nicht gesagt, der Typ war clever? Naja, das war er eigentlich auch. Hab mich wohl geirrt. Das ist ein wirklich interessantes Dokument. Wird es mir wohl einen Grund im Leben geben, wieder zu lachen? Oder einen, um euch beide abzumurksen? Kommt wieder her, oder ich schwöre, ich werde noch einmal lachen! Ja, schon gut. Dieser kleine verrückte Spinner. Glaubt doch tatsächlich, er kann mich einfach so übers Ohr hauen, indem er...
Ich sehe dich, Kleiner, weißt du das? Oh, Menno!